Wir haben es bereits gehört, Essen gehen wird immer beliebter. 1998 wurden über 1 Milliarde Mahlzeiten nicht daheim, sondern auswärts eingenommen. Die Mahlzeit außer Haus ist sozusagen voll im Trend und damit beschäftigen wir uns auch in unserem heutigen Tagesthema. Aber zunächst einmal einen Blick auf die Teller der Österreicher. Wenn Herr und Frau Österreicher auswärts essen gehen, ist das Schweinsschnitzel die absolute Leibspeise. Aber auch Gulasch, Schweinsbraten, Faschiertes, Spieß und Grillhändel landen gerne auf den Wirtshaustellern. Groß ist die Vielfalt bei den kleinen, schnellen Mahlzeiten. Neben dem Klassiker Würstelstand setzen sich auch immer mehr internationale Snacks durch, etwa Fisch, Shrimps und Sushi. Ob zu Hause oder auswärts gegessen wird, entscheidet meist der Beruf. Die Statistik sagt, dass 70% aller Arbeiter und Angestellten mittags immer auswärts essen. Ein Großteil von ihnen verpflegt sich mit der Wurstsemmel direkt am Arbeitsplatz. Viele suchen auch Betriebskantinen auf. Das wirklich feierliche Essen gehen am Abend hingegen ist für viele Österreicher nach wie vor eine Zeremonie. Sie ist meist Feier- und Festtagen vorbehalten. Herr Kreuzer, Sie sind Markt- und Wettbewerbsforscher. Was ist Ihre Meinung, warum essen immer mehr Österreicher auswärts? Ja, grundsätzlich muss man sagen, dass Kochen von der Pflicht zur Kür wird. Das heißt, es wird weniger oft gekocht, dafür, wenn die Frauen, das sind noch immer meistens natürlich Frauen, wenn gekocht wird, dann wird etwas Besonderes gekocht. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist sicher die Berufstätigkeit, wie es auch in dem Film angesprochen wurde. Je mehr Frauen berufstätig sind, desto weniger kann natürlich zu Hause gekocht werden. Ja, und der dritte Grund sind die immer kleiner werdenden Haushalte, wo es sich manchmal nicht mehr rechnet und wo immer mehr Leute ganz einfach situativ alleine zu Hause sind und eben dann halt auswärts essen. Im Film haben wir gehört, bevorzugt werden Schweinsbraten, Gulasch und so weiter. Deckt sich das mit Ihren Informationen? Ja, selbstverständlich. Ne? Also ich sage mal eine Zahl, 72 Millionen Schnitzel werden im Jahr auswärts gegessen, aber demgegenüber nur 16 Millionen Pizzen. Oder es werden mehr Eiernockerl in Österreich außer Haus gegessen als alle chinesischen Gerichte zusammen. Obwohl es ja immer mehr Chinesen-Restaurants gibt, japanische Restaurants. Ja, ich glaube, da täuscht ein bisschen unser Blickwinkel. Man sieht das, das ist etwas Fremdes, das fällt vielleicht auf. Aber die Schnitzel und die Gulasch und die Schweinsbraten rangieren noch immer an erster Stelle. Gehören einfach zu Österreich. Natürlich, ja. Ich danke Ihnen, das war die erste Runde unseres Tagesthemas. Und jetzt suchen wir natürlich Sie, rufen Sie uns an, erzählen Sie uns, wie Sie es machen, wie Sie es halten, wohin Sie essen gehen, gehen Sie gerne essen, sagen Sie uns Ihre Meinung zum heutigen Tagesthema. Und jetzt sind wir bei unserem Tagesthema. Keine Zeit zum Kochen, essen Sie auch nicht mehr zu Hause. Eine Frage, die wir an Sie stellen. Unser Experte ist Andreas Kreuzer. Und die erste Anruferin ist die Frau Dietlinde in Wien. Ich begrüße Sie. Hallo. Wie halten Sie es? Hallo. Ja, es geht schon. Gut. Ich gehe deswegen also nicht auswärts essen. Denn erstens möchte ich also einen hübsch gedeckten Tisch in einem gut gelüfteten Raum. Zum Zweiten verwenden die Restaurants natürlich nur denaturierte Lebensmittel. Und Fleisch, wenn ich überhaupt Fleisch esse, esse ich das von sogenannten glücklichen Tieren. Und wenn Sie also ein Restaurant finden, wo es also wirklich also mit ordentlichen und vollwert gekocht wird, ist es zu teuer. Und wenn Sie im Übrigen also die Hygiene in manchen Restaurantsküchen sich anschauen, dann vergeht Ihnen so und so der Appetit. Danke für Ihren Anruf. Ja. Die Frau Ilse in Wien, auch Ihnen einen schönen guten Abend. Ja, guten Abend. Wie machen Sie es, Frau Ilse? Also wir kochen nur mehr circa 3-mal in der Woche. Denn wir waren beide ein ganzes Leben lang berufstätig, haben Kinder gehabt. Ich musste jeden Tag kochen. Jetzt ist mein Mann in Pension und ich in Pension. Wir gehen bummeln und genießen das wahnsinnig, mittags essen zu gehen. Und das ist für uns ein tolles Lebensgefühl. Das heißt, Sie genießen es wirklich und Sie machen sich damit auch eine Freude, dass die Verpflichtung nicht mehr täglich da ist. Genau, die haben wir nicht mehr, die Verpflichtung. Und wir lieben das und leben das gern. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ist das auch etwas Typisches, wenn jetzt jemand in Pension ist, dass er dann vielleicht eher essen geht oder allein ist, Single ist? Ja, wir haben zwei unterschiedliche Situationen, wo außer Hauskonsum überproportional vertreten ist. Auf der einen Seite in Familien, wo beide Ehepartner berufstätig sind oder Mann und Frau berufstätig ist, oft auch zu unregelmäßigen Zeiten und wo sie oder ihre Kinder in die Situation kommen, einmal alleine essen zu müssen, wo dann eben nicht gekocht wird. Und wo man sich dann manchmal halt entscheidet, außer Haus zu essen. Das ist die eine Situation. Die andere Situation ist, wie die Dame es gerade selbst erzählt hat, man hat das ganze Jahr gekocht. Kochen war früher Pflicht. Und wir sind heute in einer Situation, wo es zur Kür wird. Sprich, man gönnt sich das Kochen und bekocht dann etwas Besonderes, auch vielleicht etwas Ausländisches einmal.
aber nicht mehr alltäglich. Und ich glaube, das ist ganz einfach ein Trend, der immer stärker wird. Das merken wir. Ich begrüße in der Steiermark die Frau Rosemarie. Auch Ihnen einen schönen guten Abend. Ja, grüß Gott. Da grüß spricht Gott. Die Frau Rosemarie. Also ich koche lieber zu Hause. Ich bin jetzt selber schon in Pension. Mein Mann arbeitet noch und ich freue mich immer, wenn er nach Hause kommt und ich ihm etwas Gutes auf den Tisch stellen darf. Und ich probiere sehr gerne neue Rezepte aus. Ich muss mich immer zusammennehmen, wenn ich in einen Verlag komme, dass ich nicht Kochbuch um Kochbuch kaufe. Also ich koche sehr gerne und eben, wie gesagt, ich koche sehr, probiere sehr gerne neue Rezepte aus. Mhm. Danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns angerufen haben und ich begrüße in Wien die Frau Gabi. Grüß Gott. Hallo? Na, funktioniert jetzt? Nein, leider. Frau Gabi ist nicht da. Haben wir jemand anderen in der Leitung? Hallo? Ja, grüß Gott. Gabi ist da. Bitte schön. Schönen Nachmittag. Schönen Nachmittag. Ich gehe leidenschaftlich gern essen, mindestens dreimal in der Woche. Es ist was Wunderschönes, sei es das Beißel ums Eck, sei es der lustige Heurige, da geht man gar nicht mehr nur Wein trinken, sei es ab und zu das Nobelrestaurant. Es ist wunderschön und ich mache das seit vielen Jahren so und kann mir nicht vorstellen, dass ich das einmal ändere. Dabei habe ich ein wunderschönes Speisezimmer, sehr viel Geschirr, aber es freut mich immer mehr so. Ausgehen ist was Herrliches. Küchen, danke. Was der Dame gesagt hat, das ist nicht wahr. Wir haben Kontrollen. Die Küchen in den schönen Restaurants sind sehr wohl, sehr ordentlich und sauber gehalten. Das muss man dazu sagen. Danke dann ganz herzlich. Welche Restaurants werden in erster Linie eigentlich besucht? Also das geht quer durch. Das beginnt wirklich beim Fastfood-Lokal. Diese Lokale konnten natürlich ihren Anteil sehr stark steigern, haben also ihre Frequenz, ihre Besuchsfrequenz in den letzten Jahren stark steigern können. Aber das geht, so wie die Dame es gesagt hat, wirklich vom Heurigen bis zum Drei-Hauben-Lokal. Das kann man letztendlich nicht wirklich sagen, welche besonders bevorzugt werden. Faktum ist natürlich, dass jene Restaurants, die Mittagessen anbieten, überproportional besucht werden, weil viele Leute eben zum Mittagessen gehen müssen, weil sie berufstätig sind. Gibt es eigentlich auch so ein Stadt-Land-Gefälle? Das gab es früher, das wird immer weniger. Früher gab es das deswegen, weil eben auch Berufstätige oft zu Hause noch gegessen haben. Mhm. Das kommt heute immer weniger vor. Noch ältere Arbeitnehmer machen das, wo die Frau dann vielleicht zu Hause noch ist, die nach Hause fahren und dort Mittagessen. Aber gewöhnlich ist es so, dass man heute in der Betriebsküche ist oder in der Kantine oder in einem Gasthaus, auch am Land. Nehmen wir die Frau Anna noch dran aus Wien. Guten Abend. Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Ich möchte nur sagen, es ist so schade, wenn ich das höre. Die Frauen vergessen, dass die Kreativität drinnen liegt und die jungen Menschen dazu führen können. Das heißt, wenn man in der Küche steht und die Menschen, die Kinder mit hineinnimmt, so wie ich es getan habe, ich habe einen Stressberuf gehabt. Ich war, aber am Abend wurde immer gekocht und das mit den Kindern. Und heute empfinden die jungen Leute, das heißt meine Kinder, empfinden das nicht als Last. Mhm. Sondern das ist ganz einfach eine Selbstverständlichkeit und zugleich eine Liebe dazu. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich meine, es kommt natürlich wirklich darauf an, wie man das selber anlegt, wie man das in der eigenen Familie macht. Auf jeden Fall mal festgestellt, sehr geteilte Meinungen. Ja, ich sag mal, es sind natürlich jene Familien glücklich, wo es die Möglichkeit gibt, dass man noch zu Hause kocht. Aber man muss auch feststellen, dass in vielen Familien, wo es berufstätige Frauen auch gibt, die den ganzen Tag arbeiten, die Möglichkeit halt nicht mehr so gegeben ist, dass man jeden Tag am Abend brav aufkocht, wie das früher der Fall war. Das ist eine Realität, das hat mit unserem Leben heute eben zu tun und ich finde da nichts Schlechtes daran. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie als Experte zu uns gekommen sind und eines wissen wir mit Sicherheit, am Sonntag werden alle Mütter verwöhnt, ob zu Hause oder im Gasthaus. Sie werden bekocht auf jeden Fall. Danke ganz herzlich.